Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Online-Vortrag. Es ist ein Vortrag in einer neuen Vortragsreihe, die da heißt Hashtag beziehungsweise jüdisch und christlich näher als du denkst. Und das erste Thema ist heute die Tora oder also die Heilige Schrift, die zwei Religionen ja für zwei Religionen ja die Quelle des Glaubens ist. Und darüber wird heute Herr Dr. Timotheus Arndt referieren. Er ist arbeitet in der Forschungsstelle Judentum der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Herzlich willkommen, Herr Arndt, und damit würde ich Ihnen auch gleich das Wort übergeben. Herzlichen Dank, Frau Lippe. Herzlich willkommen, die Interessierten jetzt und eventuell später. Ich habe eine Bildschirmteilung, bin selbst jedes Mal ein klein wenig noch im Zurechtfinden, was denn Sie sehen und was ich sehe. Zu der vorhin eingangs gestellten Frage, dazwischen fragen oder am Ende fragen, ist mein Wunsch, tun Sie beides. Es gibt manchmal den Bedarf, mal schnell was zu klären zwischendurch. Da können Sie sich auch gleich einschalten und Sie können auch selber sehen, welche Fragen Sie lieber fürs Ende aufheben und dann abschließend zur Diskussion stellen und damit das Gespräch weiterführen. Die Idee zu der Reihe speist sich sozusagen aus zwei Kanälen. Der fernere oder weiter hergeleitete ist das, was Frau Lippe eingangs bemerkt hat, dieses Hashtag Beziehungsweise, also die jüdisch-christlichen Beziehungen mal Stück für Stück in möglichst einfacher Weise in den Blick nehmen. Das ist eine Kampagne, die bundesweit organisiert ist, die christlicherseits interkonfessionell ist und die auch mit dem Zentralrat der Juden abgestimmt ist, die auch verbunden ist mit dem Jubiläumsjahr 1700 Jahre nach der Kölner Urkunde, in der Kaiser Konstantin offenbar auf Juden in Köln zurückgreifen kann, um sie auch für den Stadtrat heranzuziehen. Das haben wir in einer anderen Reihe nochmal genauer in den Blick vorzunehmen. Hier also diese einfache Beziehungssetzung, ins Verhältnissetzung. Und das passt wunderbar als Anschluss an unsere im vorigen Jahr veranstaltete Reihe Basiswissen Judentum. Es ist also von unserer Seite auch als Weiterführung dazu gedacht. Zur Kampagne finden Sie weiteres auf der Seite, die Sie hoffentlich auf meiner Präsentation ganz oben mit einer Internetadresse angegeben sehen. Die Texte, die da zum Monat Januar und dem damit angegebenen Thema da sind, ein Kurztext und dann nochmal eine jüdische und eine christliche Stimme, habe ich hier mit abgedruckt, die will ich jetzt nicht weiter besprechen. Sie können sie, während Sie mir zuhören, überfliegen. Sie können auch darauf Bezug nehmen, wenn Sie wollen, aber im Übrigen ist das so gedacht, dass Sie sich das auch da im Internet angucken können und dort auch andere Möglichkeiten noch entdecken, mit dem Thema umzugehen. Ich führe jetzt ein klein bisschen weiter und nehme erstmal ganz schlicht auf das Bezug, was mit diesem am Anfang angesprochen ist, nämlich die Bibel. Die Bibel sehen Sie hier als kleines Wort so in der Mitte dieser kleinen Wortstreuselung. Da ist das erstmal ein Wort, von dem ich annehme, ist für Sie alle auch ein Begriff. Dass ich das mit Fibel in Verbindung setze, es ist tatsächlich das gleiche Wort, nur anders ausgesprochen. Weiß ich nicht, ob Sie es überrascht oder Ihnen selbstverständlich ist. Das sind immer so Dinge, wo ich mich da ein kleines bisschen unsicher fühle. Soll ich da mehr dazu sagen oder weniger? Können Sie also
so Sie mich hier auf dem Bildschirm anblicken, vielleicht durch Blicke mitregulieren und sonst auch durch Zwischenfragen. Das kommt aus dem Griechischen. Biblion oder Biblia, man ist nicht ganz sicher, welche Endung da in der Eindeutschung weggefallen ist, also die Pluralendung, Mehrzahlendung oder die Einzahlendung. Beides hätte so seine Berechtigung. Es handelt sich also um so etwas, was man das Buch nennt. Eine sehr allgemeine Bezeichnung für etwas sehr Konkretes, weil man davon ausgeht, jed kennt es. Für alle ist es irgendwie vertraut und nicht unbedingt im Alltag, aber im Zentrum irgendeines kulturellen Daseins. Ähnlich ist es mit der anderen Bezeichnung, die Schrift. Das habe ich hier oben drüber gesetzt und dafür zwei Wortstämme, die in semitischen Sprachen verbreitet sind. Also das hieße Hebräisch, Arabisch und dann sozusagen als mein neuestes Nebenhobby nebenbei mal noch Äthiopisch, freilich nur alles hier in Umschrift. Was Sie da sehen mit der Mittelsilbe Kra, Mikra, Koran, das heißt im Grunde alles das, was zu lesen ist und korrespondiert so unserem Wort für Schrift, während das andere Wort Mushaf oder Mashaf sowohl im Arabischen als auch im Äthiopischen für die jeweilige Heilige Schrift steht, für die äthiopischen Christen, für die Bibel, für die Muslime, für den Koran, ist dann eben eher so eine Schriftensammlung. Also dieses so allgemein bezeichnet etwas Konkretes. Und dieses Konkrete lässt sich auf konkretere Weise am besten bezeichnen, wenn die Teile benannt werden. Das wären Mose, Propheten und Schriften. So finden Sie es im Evangelium selbst an einer Stelle, wobei für Schriften meistens pars pro toto, also so als Einzelnes rausgegriffen, die Psalmen genannt werden. Der hebräische Fremdworte für Mose, beziehungsweise die fünf Mosebücher sind Torah, das ist noch allgemein bekannt. Neviim, Propheten, hat manch gehört, Ketuvim oder dann auch mit dem geriebenen Ke, also als Ketuvim ausgesprochen, ist dann die dritte Größe, die man schön zu einem Kurzwort zusammenführen kann. Und dann haben wir Tanach als Wort für die Bibel, die in der jüdischen Gemeinschaft als Bibel gilt. Und christlicherseits haben wir dann noch Evangelium und Apostel. Ich habe hier bewusst den Singular gewählt, weil es nach christlichem Verständnis das Evangelium gibt, aber vier Evangelienschriften zum Beispiel. Apostel ist im Deutschen so gestrickt, dass es als Einzahl- und Mehrzahlbegriff aufgefasst werden kann. Die apostolischen Schreiben, Briefe reichen von der Apostelgeschichte des Lukas, die ja auch als Brief gestaltet ist, bis zu der Johannes-Offenbarung, die ebenfalls mit Sendschreiben als Brief eröffnet ist. Das wäre dann eine dreiteilige Bibel jüdischerseits, eine fünfteilige Bibel christlicherseits. Die Teile können wir auch anders teilen und das ist jetzt so der Punkt, wo die Frage ist, wie ausführlich werde ich damit? Ich kann Ihnen sagen, ich habe da das einigermaßen kleinteilig vorbereitet als Referat, aber möchte an der Stelle erstmal unterbrechen. Erstens, um jetzt nicht in die Details zu gehen, die Sie vielleicht gar nicht interessieren. Und zweitens, um den Versuch wenigstens zu machen, in die Runde zu fragen, ob Sie an dieser Stelle schon mal sagen wollen, was Sie hier erwarten. Sie können damit auf das bisher Gehörte Bezug nehmen und sagen, ja, das, was Sie jetzt gesagt haben, das interessiert mich gar nicht. Sagen Sie lieber was da und darüber. Oder Sie sagen, naja, hier hätte ich schon mal die Frage. Oder Sie sagen einfach ohne Bezug darauf, was Sie sich für heute wünschen. Je nachdem kann ich dann das, was ich vorbereitet habe, dazu heranziehen oder auch stecken lassen und anderes erzählen. Damit erstmal der Versuch meinerseits kurz zu schweigen und Sie zu Wort kommen zu lassen.
Es gibt auch noch Leute, die diese Chance nutzen, hier einzutreten, aber fühlen Sie sich trotzdem ermutigt. Ja, bitte. Dann traue ich mich einfach mal, weil ich glaube, das ist immer die größte Hürde, sich zu trauen. Danke. Tatsächlich, ich bin so ein bisschen hier reingefallen. Ich habe eben tatsächlich im Radio heute Morgen davon gehört und habe gedacht, so toll, alte Schriften, antike Schriften. Ich habe ja selber auch beruflich mit alten Schriften zu tun, noch von den Vorvorgängern, auch mit vielen heiligen religiösen Texten. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie weit das eigentlich zurückgeht, wie eng oder wie vieles einfach auch in der Bibel überliefert ist, was ich schon lese, noch 1000 Jahre, 2000 Jahre vorher. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Und für mich ist quasi die Bibel relativ, oder die biblischen Schriften oder heiligen Schriften relativ jung, vergleichsweise zu dem, was ich sonst so treibe. Und ich kenne mich einfach gar nicht so gut damit aus. Und deswegen bin ich da einfach total neugierig und glücklich, überhaupt ganz viel zu hören heute. Schön. Ich warte mal noch kurz, ob noch andere sich dazu Wort melden. Für mich ist das jedenfalls ein Stichwort, an einer ganz bestimmten Stelle einzusetzen und meine Vorbereitung an diese Stelle zu rücken. Ja, dann ist Britt Kerger die Einzige, die jetzt die Chance ergriffen hat, den weiteren Vortrag in ihrem Sinne zu lenken. Ich habe mir nämlich zu dem Punkt ein bisschen was notiert, der da mit alt und neu operiert im christlichen Reden von Bibel. Und zwar, da nehme ich jetzt an, das haben Sie alle schon gehört, die Christen reden dann immer, ich bin zwar selbst Christ, aber ich nehme mich in diesem Punkt aus, weil ich diese Rede gar nicht mag, sie reden dann vom Alten und Neuen Testament. Und an der Stelle habe ich mir mal ein bisschen Zeiträume angeguckt. Stark vergröbert, also vereinfacht. Überlegen Sie, wann sind die letzten biblisch-kanonischen Schriften der christlichen Bibelausgaben abgefasst? Das ist spätestens so um das Jahrhundert christlicher Zeitrechnung. Das heißt, wir sind jetzt knapp, aber immerhin etwa 2000 Jahre weiter. Dann können Sie sich mal kurz vorstellen, welche Zeit umspannt die Abfassung und oder die Erzählung der von den Aposteln und im Evangelium von Jesus? Das bleibt alles innerhalb des ersten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung und ist davon ein Teil. Also die Jesus-Erzählungen konzentrieren sich eigentlich auf 3 Jahre und haben dann noch einen Vorspann, der maximal 30 Jahre weit reicht. Und dann kommen die Apostel bis so 20 Jahre später, also haben sie dann einen Zeitraum von 50 Jahren im ersten Jahrhundert. Und wenn sie die Abfassungszeit der Texte nehmen, kommen sie noch ein bisschen später. Also, aber über 100 Jahre kommt man dann nicht hinaus. Das ist der Zeitraum dessen, was dann manchmal vereinfachend Neues Testament genannt wird. Und wenn man genauer hinguckt, diese Bezeichnung Neues Testament ist in den Texten selber eigentlich gar nicht auf ein Schriftwerk verwendet, sondern auf die Einsetzung eines Gemeinschaftsmahles, das Jesus stiftet. Das nennt er Neues Testament. Damit dann einen Schriftkorpus zu bezeichnen, ist eine ziemlich extreme Weiterführung und Umdeutung. Und dann haben Christen sich angewöhnt, das, was zu dieser Zeit die Bibel war oder gerade wurde,
Altes Testament zu nennen. Und dann können Sie feststellen, die Schriften sind, naja, vielleicht gerade mal 200 Jahre vor Jesus zum Abschluss gekommen. Die Kanonbildung selber war womöglich zu Jesu Zeiten noch im Gange. Das heißt, die Abfassungszeit ist, wenn Sie immer nur die Endredaktion, die wir so als spätest denkbar annehmen, von Jesus aus 200 bis 500 Jahre alt. Und von uns heute ist sie auch dann nur im Unterschied zur Jesuszeit statt nur 2000 Jahre, halt 2500 Jahre weg. Das ist dann kein großer Zeitraum, sodass im Sinne eines historischen Denkens der Ausdruck alt und neu hier überhaupt nicht greift. Und wenn Sie dann noch überlegen, wovon erzählen diese Schriften, dann kommen Sie bis vielleicht 3500 Jahre vor Jesus von uns aus, also, 1500 Jahre vor Jesus von uns aus, also so 3500 Jahre zurück. Das ist jetzt, Sie sehen, das sind stark gerundete Zahlen in groben Gedanken. Und wenn Sie dann nochmal diese Bibelbereiche untereinander vergleichen, dann stellen Sie, haben Sie auf der einen Seite das, was ich vorhin erläutert habe, irgendwas zwischen 50 und 100 Jahren. Und den Zeitraum, den Mose, Propheten und Schriften abdecken, da haben Sie einen schriftstellerischen Endredaktionszeitraum von 300 bis 500 Jahren, einen Zeitraum, den das Erzählte abdeckt, wenn wir mal so sagen, Abraham war vielleicht irgendwas oder ist zu denken, vorzustellen, so irgendetwas 1500 Jahre vor Jesus. Und vor Jesus heißt dann sozusagen vor Beginn der christlichen Zeitrechnung. Dann hätten Sie also da 1000 Jahre. Dann haben Sie also mal ganz grob 1000 Jahre erzählte Zeit im ersten Teil der Bibel und 50 Jahre in diesem christlichen Anhang. Und wenn Sie sich den Textumfang angucken, dann schlagen Sie so eine hier gängige protestantische Ausgabe auf, dann haben Sie ein Dreiviertel davon sind die Mose, Propheten und Schriften oder halt das, was ich dann Ihnen heute vielleicht mitteile, als Kurzwort Tanach zu bezeichnen ist. Und ein Viertel ist dann Evangelium und Apostel. Das wirkt, wenn Sie den christlichen Brauch angucken, eher umgekehrt. Dann hat dieses eine Viertel, kriegt dann ein Riesengewicht und die drei Viertel ein geringeres. Gucken Sie jüdisch, ist es eher andersrum. Da liegt am Anfang das Gewicht. Da sind die fünf Bücher Mose, die ersten fünf Bücher, das, was am intensivsten studiert wird und dann kommen die späteren Sachen. So, das war jetzt meine Reaktion auf Brit Kerker, mal die Zahlen in den Blick zu kriegen. Ich hoffe, das fügt sich sozusagen dem gut an. Sie sagten, die Zeiten der Texte, mit denen Sie arbeiten in Ägypten und anderswo, liegen weit früher. Und ich habe damit auch gleich ein bisschen was sagen wollen über Gewichtungen. Erstmal äußerliche Gewichtungen und auch, das ist mir noch ein Anliegen, dass Sie eine Vorstellung haben, warum sind denn die einen Texte mehr so, haben eine viel größere Vielfalt, sind sehr viel unterschiedlich. Also die Weite von schon innerhalb der Mosebücher, da haben Sie Erzähltexte, manchmal wird es sogar ein bisschen spannend. Dann haben Sie Gesetzestexte, die sind manchmal interessant, aber manchmal langweilig. Dann haben Sie so große historische Rundumschläge oder die scheinen historisch, wie weit sie historisch sind oder eine Art historische Fiktion ist die andere Frage wieder, die entweder in Form von Genealogien kommen, die sind dann auch manchmal langweilig, aber manchmal stoßen sie auf Namen und sagen, so interessant oder manchmal suchen sie Namen für ihre Kinder und dann suchen sie gerade dort. Also was spannend ist und was nicht spannend ist, kann auch sehr unterschiedlich sein. Aber der Reichtum, die Vielfalt ist da in dem, was ich jetzt mir
hoffentlich ab jetzt schon leisten kann, verkürzt immer einfach Tanach zu nennen, sehr viel größer. Sie haben dann poetische Texte, die Psalmen sind allgemein bekannt. Ich denke, da ist jetzt niemand unter den Zuhörenden, die damit nichts anfangen können. Die meisten wissen sicher auch, dass es eine hübsche Sammlung kurzer Liebeslieder in der Bibel gibt. Und dann gibt es natürlich die üblichen menschlichen Irrungen und Wirrungen. Erstmal so geradezu archetypisch in den Anfangskapiteln, aber dann auch in anderen Zeiten ist dann von Kriegen und anderem hin und her die Rede. Nun will ich auch versuchen, da mal ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und da habe ich Ihnen hier eine Übersicht gemacht. Sie sehen davon jetzt nicht alles. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Und da ich nicht genau weiß, was Sie sehen, können Sie mir notfalls signalisieren, also A, wenn es zu klein wird, sodass Sie da deswegen nichts mehr damit anfangen, und B, wenn so groß ist, dass Sie die gesamte Grafik sehen. Also Grafik ist ein bisschen übertrieben, aber ich meine da die Striche um den Text drumherum. Ich denke, das wäre eine Größe, wo ich jetzt annehme, dass Sie die richtig sehen. Die Überschrift Bücherlisten kann ich noch weglassen. Da haben Sie das, was in der jüdischen, hebräischen Tradition Tanach heißt. Am linken Rand von 1 bis 39 durchgezählt. Ich hoffe also, Sie sehen auch alle Einträge von 1 bis 39. Ist das der Fall? Ich sehe Nicken, danke. Sie können also die Bibel, von der wir vorhin gesprochen haben, die wir heute dank sehr graziler Drucktechnik und Dünndruckpapiers in der Regel in einem Band erwerben können, die aber tatsächlich in mehreren Büchern gezählt werden, hier 39. Sie können aber auch 24 oder 22 zählen. Und das ist eine irgendwie interessantere Zahl. Allerdings sind also diese drei Zahlen sämtlich irgendwie in der jüdischen Tradition symbolträchtig. Die 39 ist 40 weniger 1. 40 ist eine Zahl, die Sie in irgendwelchen Erzählungen symbolträchtig finden. Also die Vorbereitungszeit vor Ostern beträgt 40 Tage. Jesus fastete 40 Tage in der Wüste. Mose war 40 Tage auf dem Berg, 40 Tage unten, 40 Tage wieder oben. Die Israeliten zogen 40 Jahre durch die Wüste. Also diese 39 ist in Bezug auf die 40 zu sehen. Wenn wir zu 24 kommen, sehen Sie vielleicht sofort, das sind 2 mal 12. Und 12 sind die Stämme Israels, entsprechend in 12 Monaten. Damit ist das in einem astronomischen beobachtbaren Rhythmus angegliedert. Was aber ist 22? Das wissen vielleicht weniger in der Zuhörerrunde. Das sind die Buchstaben des hebräischen Alphabets. Wenn es also um die Schrift geht, haben Sie jetzt das Wort Schrift im Doppelsinne. Sie haben die Elemente der Schrift symbolisiert in der 22-Zahl und Sie haben dann die Vielfalt der Schriften in diesen 22 Büchern. Und ich denke, Sie haben sich, während ich geredet habe, selber schon so weit orientiert, wie die unterschiedliche Zählung immer desselben Textkorpus zustande kommt, lässt sich also durch verschiedene Zusammenfassungen oder Aufteilungen herstellen. Und nach diesen Zahlen 39, 24, 22 haben Sie dann hinten noch mehr Zusammenfassungen in Korpora, also diesen Dreierkorpus. Pentateuch ist ein griechisches Wort für fünf, die Penta für fünf, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, für fünfgliedriges Werk. Und dann die Propheten und dann die weiteren Schriften, in denen nochmal fünf Megillot, das ist hier das hebräische Fremdwort, das steht für fünf Einzelschriften, die je zu einem einzelnen Fest eine prominente Rolle spielen. Bei Esther kennen Sie das wahrscheinlich, da hängt das Purimfest dran, also ein Fest, zu dem das die Festerzählung ist. Die anderen werden zu, also das, die Klagelieder sind noch der Text zum Gedenktag der Tempelzerstörung. Die anderen drei sind sozusagen Texte, die auch eine Rolle spielen, aber nicht die Hauptrolle spielen bei anderen Festen, nämlich das Hohelied zu Pessach,
Also das wäre christlich in manchen europäischen Sprachen gesprochen Ostern. Ruth gehört zu Shavuot, das entspricht Pfingsten. Kohelet gehört zum Hüttenfest im Herbst, vereinfacht gesagt eine Art Erntedankfest. Das ist da der Grund, warum diese fünf kleineren Schriften extra genannt werden. Wenn Sie zu diesem Schema sonst noch Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Ich habe auch drumherum noch das ein oder andere Augenpulver gestreut, das Ihnen nutzen kann oder auch, das Sie auch unberücksichtigt lassen können. Das war jetzt einmal ein Versuch, dass Sie zum Inhaltsverzeichnis der Bibel ein bisschen Orientierung haben, die Sie aber vielleicht sowieso schon haben. Was ich hier jetzt ausgespart habe, ist so ein gleiches Inhaltsverzeichnis zu dem christlichen Anhang, wie ich es mal etwas frech mir herausnehme, zu nennen, also Evangelium und Apostel anzubieten. Da sollen aber die Zahlen hier oben, 81, 75, 66, noch was sagen. Wenn Sie nämlich die 39-Zählung fortführen mit 27 Texten, und da sind nun auch sehr kurze Texte, also die Briefe, von denen manche länger sind, aber manche eben auch sehr kurz, die apostolischen Briefe zählen, da kommen sie auf 27 und das summiert sich zu 66. Das wäre also so eine gute protestantische Bibel, protestantisch, also so evangelisches Kirchenwesen, evangelische Kirchentümer. Die klassische Lutherbibel hat diese 66 Bücher. Und dann ist es aber so, dass das in der Christenheit nicht einheitlich ist. Schon die römisch-katholische Kirche, also das andere große westkirchliche Kirchenwesen, hat gemeinsam mit den orthodoxen Ostkirchen eher 75 Bücher. Und das dadurch, dass sie im ersten Teil, das, was ich hier mit 39, 24 oder 22 gezählt habe, noch ein paar Bücher mehr aufgenommen haben. Da sind also, das ist dann interessant, ich hoffe, dass ich jetzt nicht erst Vorurteile kreiere, sondern bereits bekannte Vorurteile aufnehme, wenn ich nur erwähne, dass manche ja sagen, naja, der erste Teil der Bibel, die ersten drei Viertel, die sind so blutrünstig, da ist so viel von Kriegen die Rede. Da ist es doch bei Jesus schöner. Der redet von Liebe und Frieden und sowas. Naja, das ist also auch nur eine Teilwahrnehmung. Aber ausgerechnet in der christlichen Erweiterung, die sich dann allerdings auf diesen Teil bezieht, gibt es die Makkabäer-Bücher. Da geht es extrem blutrünstig zu. Und die hat die jüdische Gemeinschaft nicht in ihren Kanon aufgenommen. Das geradezu Witzige an der Stelle ist, dass die Juden zwar ein Fest zu dem zentralen Ereignis kennen und feiern, das dazugehört, nämlich das Chanukka-Fest, die Wiedereinweihung des durch die hellenistischen Seleuten-Tempels, aber nicht dieses Buch dazu haben oder dieses Doppelbuch, die Makkabäer-Bücher. Die Christen hingegen oder manche christlichen Kirchen haben das Buch, Makkabäer-Bücher in ihren Kanon aufgenommen, feiern aber in der Regel nicht das Chanukka-Fest, sondern stattdessen Weihnachten. Das sind also so kleine Gegenüber, die ganz eigentlich ganz lustig sind, wenn man das mal betrachtet. Ja, und dann gibt es solche Kirchen wie die äthiopische und die eritreische Kirche, die haben 81 Bücher in ihrer Bibel. Die haben in den ersten drei Vierteln noch ein bisschen mehr, also sowas wie das Henoch-Buch ist äthiopisch überliefert, auch wenn das nicht ursprünglich oder erstmals da äthiopisch geschrieben war. Es gibt witzigerweise auch slawische Varianten, also auch in der russischen Kirche sind die teilweise überliefert worden, auch wenn sie dort nicht so kanonisch gehalten wurden. Und dann haben sie auch im Anschluss an Evangelium und Apostel noch ein paar kirchenrechtliche Schriften in den Kanon aufgenommen oder zählen sie zum Kanon. Das bekannteste darunter könnte die Didache, die Apostellehre sein. Das ist nur so ein kleiner Einblick dahin, dass christliche Bibeln, wenn wir den Horizont etwas weiter fassen,
ganz unterschiedlich ausfallen können. Und mit dieser Übersicht hier habe ich Ihnen sozusagen einen Blick in das gegeben, was immer dabei ist. Das ist nämlich das nächste Interessante. Man könnte ja sagen, unterschiedliche Textausgaben können auch unterschiedlich zusammengestellt sein. Das stimmt erstmal grundsätzlich, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, bei unterschiedlichen Zusammenstellen auch negativ unterschiedlich auszuwählen. Also zu sagen, wir nehmen dieses und jenes Brötchen, aber das nicht. Und der andere nimmt das, was der eine weggelassen hat und der andere dann doch. Also dass sich unterschiedlich überlappende Sammlungen entstehen. Hier ist es aber so, dass wir sagen können, dass hier aufgezählte, diese 39, 24 oder 22 Bücher, die finden Sie in allen christlichen Bibeln, in der die jüdische bilden sie sowieso. Und alles andere kommt dann in unterschiedlichem Ausmaß dazu, gruppiert sich darum herum. Das heißt, und das möchte ich positiv betonen im Sinne unseres heutigen Anliegens, das heißt ja erst einmal, dass wir da eine breite gemeinsame Grundlage, eine gemeinsame Textgrundlage haben. Texte, auf die sich Juden und Christen überall beziehen und über die sie auch gemeinsam reden könnten, auch wenn es dazu natürlich unterschiedliche Verstehenstraditionen gibt. Aber das würde ja ein Gespräch geradezu spannend machen und macht es, wo es stattfindet, dann auch spannend. Also eine große Textgemeinschaft. An dieser Stelle haben wir sozusagen etwas, was jüdisch-christlich enger zusammen ist. Und dann, wenn wir die nächstbenachbarte Religion nochmal in den Blick nehmen, ich hatte das ja vorhin bei den Buchnamen schon getan, wenn wir auf den Islam schauen, dann haben wir ja da ganz ähnliche Traditionen, aber die haben das in einen anderen Text gefasst. Der Koran erzählt zwar vieles, was oder nennt vieles, was mit biblischen Erzählungen übereinstimmt. Und auch mit Erzählungen, die sich dann in den jüdischen und christlichen Traditionen an die Bibel anschließt. Aber sie haben einen eigenen Text, eine eigene Dichtung dafür. Das heißt, diesen Punkt, was die Textbasis betrifft, also zwar ein Sachbezug, aber nicht der Bezug des Wortlautes. So, das war dieser Bereich. Ich markiere das so, damit Sie auch sagen, wenn Sie sich irgendwie zwischendurch zu Wort melden wollen und mir nicht direkt ins Wort fallen wollen, jetzt wäre eine Gelegenheit, sich auch mal zwischendurch zu äußern. Nun haben diejenigen, die diese Kampagne organisiert haben, das schöne Motto gewählt: Am Anfang, genauer haben Sie den Wortlaut im Anfang gewählt. Und ich habe da jetzt hier mal die Unterüberschrift Schöpfung und Logik vorgenommen oder hingenommen. Und nehme jetzt mal an, auch diesen Text kennen Sie kanonisch. Nun nicht kanonisch im Sinne von heiligen Texten, sondern sozusagen im Sinne des deutschen Literaturkanons. Weiß nicht, wie intensiv Sie ihn in der Schule zur Kenntnis genommen haben, wie viel dann noch bleibt. Sie erinnern sich gewiss an den Osterspaziergang. Und dann kommt der Faust nach Hause. Es scheint Abend und dunkel zu sein. Und des Pudels Kern kommt dann an anderer Stelle. Hier heißt es, wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Das ist genau das Klischee, das ich vorhin genannt habe. Manche Christen meinen, in diesem, was da in diesen paar 50 Jahren aufgeschrieben ist, es stecke mehr drin, als was in den anderen 1000 Jahren aufgeschrieben worden ist. Mich drängt es, den Grundtext aufzuschlagen mit redlichem Gefühl, einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Regieanweisung, er schlägt ein Volum auf und schickt sich an. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Wenn ich nur zitiere im Anfang, dann könnten jetzt ganz unterschiedliche Reaktionen oder spontanen Erinnerungen bei Ihnen auftauchen. Wäre mal
lustig zu fragen, ich glaube, aber es lässt sich nicht so gut organisieren, also so als eine Art Schnellumfrage, was Ihnen da einfällt. Ich sehe sozusagen zwei Möglichkeiten. Das eine prominent und oben auf und vorne dran, mag es jemand nennen. Nee, so spontan ist jetzt keiner, oder Sie finden nicht schnell genug den Mikrofonknopf. Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, das wären die Anfangsworte der Bibel überhaupt. Sozusagen auch jeder Bibel, wie ich vorhin erklärt habe, also die wir, die alle sozusagen um die Bibel gruppierenden Gemeinschaften gemeinsam haben. Ne, am Anfang und schuf, das entspräche jetzt meinem Überschriftswort Schöpfung. Allerdings weiß jemand, was Goethes Faust hier aufschlägt, es ist nicht das erste Kapitel der Bibel. Das Johannesevangelium. Ja, das hieße auch in dem christlichen Anhang nicht gleich das erste, sondern das vierte. Das eigentümlichere gegenüber den anderen dreien, die da vorkommen. Das beginnt nämlich mit den gleichen Worten, allerdings griechisch. En archae. Das wage ich jetzt hier griechisch zu zitieren, weil dieses Arch in einer ganzen Reihe deutschen Worten Eingang gefunden haben. Also Erz ist dann die noch stärkere Verdeutschung, so wie Erzengel, Erzbischof und Archetyp. Da haben Sie aber wieder den griechischen nähere Form, also Arch ist so was Anfängliches, Ursprüngliches, Hauptsächliches. Und entspricht jetzt erstmal in einer schlichten Übersetzung durchaus auch dem Hebräischen vom Bibelanfang. Also der Evangelist Johannes beginnt seine Erzählung von Jesus nicht anders als so, dass er ganz am Anfang der Bibel anfängt und daher zitiert und anders weiterführt. Statt jetzt schuf Gott Himmel und Erde, war ja gewissermaßen entweder schon geschaffen oder er macht sich noch einen anderen Gedanken. Am Anfang war das Wort. Jetzt zitiere ich erstmal Goethes Umgang damit weiter. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht. Im Anfang war der Sinn. Er findet also dieses en archae am Anfang, war das Wort eine ihm zumindest nicht passende, nicht gelegen kommende Übersetzung. Er will das, was da mit Wort übersetzt ist, mit Sinn übersetzen. Sie können, entweder wissen Sie es sowieso, weil Sie Griechisch können, oder Sie haben es schon mal gehört, Sie können aber schon mal sich merken, dass das zu überlegen wäre. Ist denn das genauso adäquat? Goethe oder sein Faust war damit nicht zufrieden. Bedenke wohl, die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile, ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Hier sehen Sie nochmal den Bezug bei Anfang des Johannes oder des Evangeliums nach Johannes, wenn ich mich präzise ausdrücke, auf den Anfang der Bibel, das erste Buch Mose im ersten Vers, Bezug zu nehmen. Es geht offenbar ums Schaffen. Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Es sollte stehen, heißt ja, dass er Kraft nicht wirklich für ein Übersetzungswort hält, für das, was da im Griechischen steht, aber für etwas, was er sich da gewünscht hätte. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Nun will ich jetzt nicht weiter Faust- und Goethe-Exegese betreiben, sondern es dabei belassen, dass er bei der Tat landet und davon wieder mal schnell zurückspulen über Sinn zum Wort. Mal kurz wieder fragen, ob jemand unter den geschätzten, in der geschätzten Hörschaft
weiß, was im Griechischen steht, denn es steht dort auch ein Wort, das wir zur Genüge auch eingedeutscht haben und aus vielen Wortverbindungen kennen. Sie ahnen es vielleicht auch, wenn Sie an meine Unterüberschrift denken. Ich habe hier von Schöpfung und Logik geschrieben, ob das miteinander zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das nahe liegt. Tatsächlich steht da im Griechischen Logos. Logos mit kurzen O, obwohl wir es beim Eindeutschen dann oft längen und von Logik sprechen. Es ist aber dasselbe, das macht keinen Unterschied. Also was da Johannes aufschreibt am Anfang war Logos. Logos, was wir als Logik kennen, als das folgerichtige Denken beschreiben. Da ist die Übersetzung mit Sinn, die Goethes Faust angeht, ja durchaus noch im Nahbereich. Und dann kennen wir den Logos noch in allen möglichen Wissenschaften, praktischen wie theoretischen. Wir haben die Philologie, die Logik von der Sprache, also da drehen wir uns dann hier sozusagen im Kreis. Und wir haben alle möglichen anderen Logien, Psychologie. Alles das sollte logisch, wissenschaftlich sein. Also wir könnten jetzt mal den Faust weiter treiben. Am Anfang war die Wissenschaft, die Logik. Und Sie werden staunen, wenn ich Ihnen einen spätantiken Text dazu aufschlage. Hier habe ich erst mal unten dran gehängt, wie das Griechisch aussieht. Und statt Anfang habe ich mal das Wort Ursprung gewählt. Und beim Hebräischen habe ich mal statt Anfang das Wort Erstes gewählt. Auch darüber können wir reden, wenn Sie Lust haben, im Anschluss. Hier habe ich ein Midrasch, ein jüdisches Stückchen Auslegung, Predigt, Idee zu dem Anfang der Bibel. Wobei ich den oberen Teil dieses Blattes jetzt erstmal nur summarisch wahrnehmen lasse. Da geht es um etwas, was sich durchaus auch lohnen würde, hier noch zu bedenken, nämlich, ich spreche es aber erstmal oberflächlich an, dass ein Weisheitswort, also aus einer Sprichwörtersammlung der Bibel, der Bezug hier hergestellt wird, ganz im Sinne von Goethes Faust, ganz im Sinne von Johannes dem Evangelisten, in dem gesagt wird, das, was Gott da am Anfang, ja, ob es schuf, wäre die nächste Frage, aber am Anfang zur Hand nahm, ist ein Inbegriff von Weisheit. Das also nur kurz, was ich Ihnen, weil es ein wenig anschaulicher ist, mehr vorstellen will, ist hier der Punkt, wo es heißt, nach dem Brauch der Welt. Das ist so eine in dieser Literaturform übliche Weise, Gleichnisse einzuleiten, jedenfalls einen bestimmten Typ von Vergleichen. Baut ein König von Fleisch und Blut, also ein menschlicher König, einen Palast. Dann baut er ihn nicht nach eigenem Ermessen, aus eigenem Wissen, also der König schwingt sich in der Regel nicht als Architekt auf, sondern weiß, dass er dazu das Wissen von Fachleuten heranziehen muss. Und auch dieser Fachmensch, der baut das nicht einfach so, wie es ihm gerade einfällt, sondern er stützt sich da auf Unterlagen. Da hat er Pergamente und Notizhefte, schöne griechische Wörter, die dann auch Internationalismen sind. Also wer sich philologisch interessiert, kann sich das ja näher angucken. Und dann macht er nach diesen Unterlagen, geht er den Bau an, setzt ihn ins Werk. Das ist die Bildseite, die herangezogen wird, um jetzt zu überlegen, wie hat das denn Gott gemacht, wenn da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Land, Himmel und Erde. In diesen Texten wird von Gott in dieser schönen Umschreibung der Heilige, er ist gesegnet, gesprochen. Das ist also hier gemeint, wenn es heißt, so pflegte der Heilige, er ist gesegnet, in die Tora zu schauen.
Kleine Rückfrage, was ist jetzt die Tora? Wenn Sie eine Idee haben, können Sie es gerne reinrufen. Die fünf Bücher Mose? Ja, das ist schon richtig. Aber wir hören in der Tora selber von der Tora erst sehr viel später. Was ist jetzt hier ganz am Anfang die Tora? Hieße das, dass der Heilige, er ist gesegnet, beim Schöpfungswerk schon mal die fünf Bücher vorliegen hatte? Oder eine Art Ur-Tora vorliegen hatte? Sie haben vielleicht gehört, dass die Muslime sich das so vorstellen, der Koran, das Heilige Buch, existiert zuerst im Himmel und dann erst sekundär in irdischen Abschriften. Und diese Idee sehen wir hier, die wird offenbar auch auf so eine, also auf unsere Bibel, auf unsere Heilige Schrift angewendet. Also in einem spätantiken rabbinischen Text, der aber durchaus seine gedanklichen Ursprünge schon um den Beginn der christlichen Zeitrechnung gehabt haben mag, wenn nicht sogar eher, denn er ist gewissermaßen angesprochen auch in oder scheint im Hintergrund zu stehen bei solchen Sachen wie dem Johannesevangelium. Da ist es also jetzt nicht so, dass Gott zuerst die Tora schafft, sondern die Tora schon mal hat, um zu schaffen, anzufangen. Und das wirkliche Schaffen wird dann wie das Bauen eines Palastes vorgestellt. Die Welt zu schaffen, Himmel und Erde, heißt einen Palast bauen. Aber auch dazu hatte Gott schon eine Art Handbuch und das ist die Tora. Die schaute er, die nahm er als erstes zur Hand und schuf seine Welt. Wie gesagt, zu diesem Text kann man sich noch mehr angucken, aber das ist das, was ich Ihnen vor allen Dingen hiervon erzählen wollte. Diese Vorstellung, dass es vor dem eigentlichen Beginn der Welt so eine Art Vorbereitung gab, so eine Art handwerkliches Planen und eine Niederlegung davon. Man könnte auch sagen, das passt griechisch gedacht dann ganz gut in so etwas wie eine Logik davon. Also Sie sehen, der Anfang des Johannesevangeliums und der Anfang der Bibel überhaupt haben noch etwas mehr innere Bezüge als nur den Wortlaut im Anfang, am Anfang. Wie gesagt, hier die Gegenüberstellung, das Wort, die Logik, die Vernunft, der Sinn, die Weisheit. Und die Weisheit wäre dann etwas, was vorher schon war, bevor zu schaffen begann. Sie wissen vielleicht auch, dass wenn Sie am Anfang des Johannesevangeliums weiterlesen, dann dieser Logos, diese himmlische Wissenschaft, diese himmlische Weisheit gewissermaßen personifiziert wird in, und das ist das, was Christen Weihnachten feiern, in der Geburt Jesu gewissermaßen Mensch wird. Und dann geht die christliche Dogmatik noch weiter, aber das ist heute nicht das Thema. Hier sehen Sie zumindest Ansätze zur Dogmatik, deswegen habe ich hier die Zwischenüberschrift Midrasch und Dogmatik gewählt, wo jüdisches, antikes jüdisches und antikes christliches durchaus ähnlich strukturiert sind, parallel laufen, gleichen Grundgedanken verfolgen. Wie geht es damit weiter? Manchmal begegnet in unserer Zeit, und da meine ich jetzt mal mit unserer Zeit, sowas wie Neuzeit, das Ansinnen, dass es eine Wahrheit gibt, dass eins nur richtig sein kann von mehreren Möglichkeiten. Das aber ist bei der Auslegung
ein griechisches Fachwort für Vorgehen beim Auslegen heißt Hermeneutik, was aber auch so etwas wie ein Übersetzen heißt. Und Auslegung ist immer irgendwie Übersetzen. Und da entsteht dann die Frage, ist es da überhaupt sinnvoll zu denken, es gibt eine richtige Übersetzung, wer sich damit mal bemüht hat. So ähnlich wie Goethes Faust weiß schon, es gibt da nicht eine richtige Übersetzung, sondern immer viele Möglichkeiten, vielleicht eine, die mich jetzt besonders trifft, aber grundsätzlich viele. Der Midrasch, also die Literatur, die ich Ihnen eben in einem Beispiel vorgestellt habe, die äußert sich so, dass sie sagt, 70 Gesichter hat die Tora. Ich habe Ihnen das hier aufgelistet. Wer einfach sich weiter beschäftigen will, findet das an den hier angegebenen Stellen. Die Kürzel kann ich Ihnen nach Bedarf auflösen. Und dann kann man in entsprechende Schriften reingucken. Wieso gerade 70? Ich habe Ihnen ja vorhin schon kurz angedeutet, die 22, die 24, die 39, alles symbolische Zahlen. Können Sie jetzt annehmen, die 70 ist auch eine Symbolzahl? Hat jemand parat, wofür die 70 wohl steht? Die findet sich auch ziemlich am Anfang der Bibel, aber versteckt. Sie finden sie nur, wenn Sie beim Lesen mitzählen. Wenn Sie Kapitel 5 und 10 finden Sie die vorhin von mir mal unter den Langeweileverdacht gestellten Genealogien, also Abfolgen von Generationen, da sind immer Namen genannt, die von Leuten, die dann nach der dortigen Darstellung unglaublich alt werden. Also klingt das in unseren Ohren fantastisch und dann überlesen wir das schnell. Wenn Sie da mal gucken, wie viele Leute da in wie vielen Leuten sich die Welt verzweigt, können Sie darauf kommen, dass sie sich auf 70 verzweigt. Und damit ist in dieser jüdischen Tradition die Zahl 70 die Zahl der Völker der Welt. Also die Gesamtheit der menschlichen Bevölkerung oder der irdischen Bevölkerung. Wenn also gesagt wird, 70 Gesichter hat die Tora, das heißt dann, dass dieses Schöpfungswerk oder Schöpfungsmittel Gottes auch für alle Völker irgendwelche Informationen hat, aber für alle besonders, also jedes mit einem anderen Gesicht anblickt. Das wäre jetzt als Gegenstück zu der Idee von der einen Wahrheit, der einen richtigen Deutung sozusagen eine große Vielzahl. Dann habe ich Ihnen tabellarisch mal dargestellt, was der vierfache Schriftsinn heißt. Auch hier ist ganz interessant, dass es da eine jüdische und eine christliche Variante gibt, die im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit mal prominent waren. Die Neuzeit ist dann eher dadurch gekennzeichnet, dass sie aber auch von dieser Vierzahl versucht, auf die eine Wahrheit zu kommen. Sie haben ein schönes Kurzwort auf der jüdischen Seite für die vier Deutungsweisen der Schrift. Da nimmt man die Anfangsbuchstaben von jeder der Deutungsweise, von jedem Begriff und kommt zu dem Kurzwort Pardes. Pardes klingt für Sie hoffentlich gleich wie Paradies und Paradies ist ein persischen bekanntes Wort und reicht wohl noch weiter in die Sprachen des Altertums zurück für Garten und zwar für den besonders edlen Garten mit Zitrusfrüchten zum Beispiel. Also sich in den verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten ergehen, darin spazieren gehen, heißt sich ins Paradies begeben. Mal stark verkürzt gesagt. Auf der abendländisch-christlichen Seite, der lateinischen Seite, gibt es dann so ein Merkgedicht und eben die Entsprechung zu dieser jüdischen Vierfalt. Auch vier ist ein Symbolwort, nicht umsonst gibt es vier Evangelien, das wären die vier Himmelsrichtungen, das Nächstliegende, um zu sagen, auch das ist ein
Sicht auf die Welt, dass man also sozusagen das Ganze fasst, wenn man es vierfach hat. Das ist ein Punkt, den ich Ihnen gegenüber also noch angesprochen haben wollte und habe es jetzt erstmal überblicksmäßig getan. Auch hier können Sie zu dem einen oder anderen Detail nachfragen. Manchmal weiß ich was dazu, manchmal auch nichts. Manchmal können wir gemeinsam was zusammentragen. Dann habe ich das hier mal ein bisschen bebildert. Und da muss ich sagen, ich habe mir die Bilder einfach mal so aus dem Internet gesucht und habe mich nicht vergewissert, wie frei die jetzt sind. Also notfalls machen Sie mich aufmerksam, wenn ich da irgendjemandes Bildrechte verletze. Ich nehme an, so ein Bild kennen Sie, die Tora als auf einer Rolle. Wenn Sie genau hinsehen oder das genau bedenken, ist Rolle zwar richtig, aber nicht ganz. Denn genau genommen ist es zwar ein zusammenhängendes Band, aber es wird an zwei Enden aufgerollt. Wenn ich jetzt hier Dinge sage, Dinge voraussetze, die ich nicht voraussetzen sollte und dürfte, bitte scheuen Sie sich nicht, Halt zu rufen und zu sagen, ich soll dies und das noch erläutern. Oder wenn Sie sonst hier etwas sehen, wo ich nichts zu sage und Sie doch was wissen wollen, bitte sprechen Sie es an. Fallen Sie mir auch ruhig ins Wort. Ich ermuntere Sie ausdrücklich dazu. Also eine Rolle als Doppelrolle. Auf diese Weise lässt sich dieses Buch nämlich auch gut an einer bestimmten Stelle anhalten und dort wieder öffnen, nicht aufschlagen, wie man das mit den Kodexformen macht, also den Blätterstapeln, die zusammengebunden und an der anderen Stelle zusammengeschlossen werden, sondern eben in dieser Rollenform. Sie können das hier schließen, zuklappen, dann haben Sie einen schönen Behälter. Und wenn Sie es öffnen, sind Sie wieder an der gleichen Stelle, wo Sie letztens Schluss gemacht haben. Dann können Sie weiter drehen. Das ist sehr geeignet für eine fortlaufende Lesung. Denn in der Synagoge wird, Sie wissen es, ich wage es vorauszusetzen, sicher, hier handelt es sich um den Pentateuch, also die ersten fünf Bücher der Bibel, die Mose-Tora, die fünf Bücher Mose, das sind so die Bezeichnungen. Die schriftliche Tora im Unterschied zur Vorstellung von einer mündlichen Tora. Die wird tatsächlich Woche für Woche ein Stück weiter gelesen, immer so 3 bis 5 Kapitel. Die Kapitel sind unterschiedlich lang, deswegen ist die Angabe 3 bis 5 kann sich auf eine nicht so weit voneinander abweichende Gesamtlänge beziehen. Und dann sind in der Synagoge im Laufe eines Jahres, ist die ganze Rolle von, da war am Anfang ganz vorne dünn und hinten dick und am Ende ist das dann umgekehrt, ist fast alles auf der einen Seite aufgerollt. Deswegen auch der große Spielraum in diesem Behälter. Und dann feiert die jüdische Gemeinde ein großes Fest, das Fest der Tora, Freude im Herbst, kurz nach Neujahr. Und dann wird das alles zurückgerollt und wieder von vorn begonnen. Diese Gestalt der Tora-Ummantelung, Aufbewahrung ist typisch für sephardisch-jüdische Traditionen, auch orientalische. Und hier sehen Sie die andere Gestalt. Da ist nicht ein festes Gehäuse darum herum, sondern ein Stoffmantel. Manche kennen vielleicht den jungen Rabbiner, der nicht der, der die Rolle trägt, sondern der da auch noch im Vollgesicht hier ansichtig ist, der ist in Leipzig ein Stück aufgewachsen. Deswegen habe ich das Bild auch ausgewählt, fand das hübsch. Das ist eher die Gestalt, wie es in aschkenasischen Synagogen üblich ist. Die Bilder habe ich ausgewählt, um zu sagen, dieses Buch wird liturgisch erst einmal in einer altertümlichen Weise behandelt. Es wird nicht der heute von uns als bequem empfundene Kodexform, also Blätterstapel auf einer Seite zusammengebunden, genommen, sondern liturgisch beim Lesen im Rahmen der Feier mit Gebeten drumherum wird diese alte Rollenform beibehalten, ist es auf zwei Stäbe
aufgewickelt, im Unterschied zu den Megillot, die ich vorhin, Sie erinnern sich vielleicht, in der Tabelle hatte, die sind dann nur einfach gerollt, denn die werden auch auf einmal schnell durchgelesen. Das ist also die kleine Rolle. Diese große Rolle, das hebräische Fachwort Sefer, was gewöhnlich mit Buch übersetzt wird, also wenn Sie heute von einem Sefer sprechen, können Sie sowohl die Kodexform, also die Papierstapelform, als auch diese Rollenform meinen. Aber es ist dann vor allen Dingen als Sefer das, als Rollensefer das, was an zwei Enden aufgerollt ist, an zwei Stäben befestigt. Und diese Stäbe aus Holz werden dann Holz des Lebens, das Hebräische hat an der Stelle ein Wort, das für Holz und Baum benutzt werden kann, genannt. Diese Torah ist also ein Baum des Lebens. Und glücklich sind zu preisen, die an ihr festhalten, wird dann auch liturgisch ausgerufen, wenn aus dieser Rolle verlesen worden ist. Über dieses Ritual ließe sich noch mehr sagen, aber das sei hier erstmal genügend angedeutet. Sie sehen hier auf dem unteren Bild, hält er die Rollen an den nach unten und so auch nach oben rausragen. Hier hinten sehen Sie auch nach oben ragende Stäbe, die dann umkleidet sind von kostbarem Schmuck, um auch die Werthaltung, die Wertschätzung dieser Torah äußerlich auszudrücken. Und das passt ganz gut zu dem, was christlicherseits wieder vom Evangelium gesagt wird. Ein Evangelium selbst heißt erstmal eine gute Botschaft. Und entsprechend gibt es einen liturgischen Umgang mit dem Evangelium in den Kirchen. Es wird vor der Lesung nicht bei jeder Feier, aber bei manchen besonderen Feiern besonders feierlich auch hereingetragen oder zur Lesestelle getragen. Das sehen Sie hier einmal in einer franziskanischen Kirche, also ein römisch-katholischer Mönchsorden, der ziemlich bekannt ist angesichts auch des aktuellen römischen Bischofs. Und hier sehen Sie das Ähnliche in einer orthodox-ostkirchlichen Umgebung. Das Evangelienbuch, besonders geschmückt. Das ist allerdings, hier hat es die Kodexform, ne, so merken Sie, in hellenistischer Zeit entstanden, wo der Kodex auch schon eine gewisse Prominentheit hatte. Und deswegen ist das auch liturgisch in dieser Form benutzt. Dazu passt auch mehr, dass wir das Evangelium in vierfacher Gestalt haben. Und dann kann man zum Vergleichen schneller hin und her blättern, um die verschiedenen Texte in den Blick zu kriegen und parallel zu lesen. Also hier einmal ein bildhafter Eindruck davon, wie es mit der Wertschätzung dieser Textgestalt ist. Ich hatte angesprochen, dass dazu eine Liturgie gehört, und um es möglichst einfach zu machen, habe ich einen Psalm dann mal hier ausgewählt, der in der rahmenden Liturgie zum Vorlesen in der Synagoge auch reichlich zitiert wird, der 19. Psalm. Und der hat eine Besonderheit, dass er nämlich ein poetisches Stilmittel, das ist hier links dargestellt, das sind hebräische Zeichen, wie sie im Alphabet aufeinander folgen. Das ist allerdings hier nur die Verszählung. Nee, ich habe mich jetzt verrannt, muss ich sagen, mit dem Stilmittel. Das kommt hier gar nicht vor in dem Psalm, sondern es gibt eine Reihe anderer Psalmen, wo das auch noch sich sozusagen fortsetzt, was ich vorhin bei der Anzahl der Bücher gesagt habe. Und das lasse ich aber jetzt in der Fortsetzung stecken. Hier dieser Psalm selber hat dann nochmal zwei Teile. Sie merken das ganz leicht, wenn Sie ein Stück gelesen haben. Hier in diesem Anfangs- oder mittleren Bereich sehen Sie ganz häufig dieses großgeschriebene Der Name, das steht für den himmlischen Namen, der in der Synagoge mit einem Ersatzwort, das mit Herr zu übersetzen wird und dann so auch in der christlichen Fortsetzung wiedergegeben wird. Da haben wir wieder etwas, was jüdisch-christlich ganz ähnlich gehandhabt wird, um das mal so grob zusammenfassen, was aber im
in der Alltagssprache einfach mit der Name, betontes der, angegeben wird. Und so habe ich das dann hier auch mal übersetzt. Das macht dann das Lesen etwas holprig, weil man sich an die Bedeutung, die das hier hat, erst gewöhnen muss. Also das sind bewusst nicht flüssige Übersetzungen, sondern so Arbeitsübersetzungen, die sich mehr, die eigentlich mehr dazu dienen, einen Zugang zu dem fremdsprachigen Text zu finden. Gut. Und dann habe ich noch unter der Überschrift Lernen und Tun hier zwei Punkte, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich, ach hier habe ich nicht auf den Umbruch geachtet, sehen Sie mir das nach, dass hier ein Umbruch reingeraten ist, den ich nicht nachgebessert habe und deswegen stimmen dann die Zeilen nicht mehr nebeneinander. In der Mishnah Avot, der Väterüberlieferung, auch das hat eine Parallele dann im christlichen Bereich, da sind wir aber schon nach den bibelkanonischen Schriften, wird gesagt, dass das Lernen zwar sehr wichtig ist, ja, es wird in den meisten, also wenn Sie da so fortlaufend lesen, der Eindruck erweckt, dass eigentlich sich alles ums Lernen dreht und dann kommt mal unvermittelt so eine Aussage, ja, aber eigentlich ist das Tun das Entscheidende. Denn das Lernen nützt nichts, wenn es nicht zum Tun führt. So paraphrasiere ich das jetzt, was hier in der Sache gesagt wird. Und dann haben Sie drei Kapitel später einen Text, der das nochmal bildhaft formuliert, indem er sagt, wer viel lernt oder viel Weisheit ansammelt, aber das nicht mit seinem Tun im Leben zusammenbringt. Auch das sind jetzt die Paraphrasen von mir, was geschrieben steht, können Sie selber lesen. Der gleicht einem Baum, bei dem viele Äste sind und wenig Wurzel. Und der kann leicht entwurzelt werden. Derjenige aber, dessen Werke, dessen Tun mehr ist als sein Lernen und Weisheit, der gleicht einem Baum, dessen Äste wenig sind und dessen Wurzeln viel sind. Den können alle Stürme der Welt nicht umblasen. Wenn Sie das jetzt in Extremis treiben und sagen, naja, dann wäre doch das Ideal der Baum, der nur Wurzeln hat und keine Äste, dann merken Sie schon, dass das dann uninteressant wird. Denn ein Baum erleben wir sinnvoll nur als Baum, wenn er tatsächlich auch Äste, Zweige und Blätter hat. Also die Dinge sollten ausgewogen da sein. Und wer sich dann in den Evangelienschriften auskennt oder vielleicht einfach eine bestimmte Auswahl kennt, weiß, dass im Grunde das gleiche Gleichnis auch von Jesus erzählt wird, dass er mit den gleichen Worten mahnt. Was ich also hiermit abschließend zeigen will, ist einerseits, dass die jüdischen und die christlichen Texte über den Bibelkanon hinaus sehr viel Vergleichbares und Ähnliches haben. Und dass es uns beiden darum geht, das Richtige zu lernen und daraus das Richtige tun zu folgern. Jetzt habe ich Sie schon ziemlich lange am Stück mit monotonem Reden genervt und will es jetzt beenden und erst auf Ihre Fragen und Bitten und Aufforderungen weiter reden. Herzlichen Dank für die Geduld, die Sie aufgebracht haben bis jetzt. Diese liturgische Verehrung, die wir im Judentum und in der Orthodoxie sehen, die gibt es aber im Protestantismus eigentlich gar nicht. Sagen wir mal, die ist bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschmolzen, aber es gibt schon noch Rudimente davon. Ah ja, wo? Ja, in Akklamationsrufen, die davor und danach klingen. Also, aber nicht in der sichtbaren Verehrung, so wie der Orthodoxie oder?
Ja, es gibt da, also es gibt ja auch bei uns, oder sag mal, in der Kirche von England gibt es die High Church und die Low Church. Also die einen, die sind ein bisschen mehr liturgisch orientiert und die anderen halten schlicht davon nichts. Ja. Das mal so ein bisschen vereinfacht zu sagen. Das, so ist das mit dem protestantischen Kirchenwesen insgesamt. Also die, die High Church, die Hochkirche wird dann auch gerne verdächtigt, also sich zu sehr verwechselbar zu sein mit dem römisch-katholischen Ritus. Aber das gibt es bei uns eben auch. Und die anderen haben es lieber möglichst einfach und konzentrieren sich auf das Wort im Sinne der Bleiwüste. Und das sind nur die Eckpunkte, ne? Dazwischen gibt es schon noch Spielräume. Timotheus? Ja, Annette. Ja, ich würde mal noch was fragen. Also mit diesem vierfachen Schriftsinn, das habe ich auch schon mehrmals gehört und trotzdem fällt es mir schwer, das so an einzelnen Textstellen oder so nachzuvollziehen. Jetzt noch, ist das jetzt auf die ganze Bibel bezogen, also dass ich da bestimmte Ereignisse habe, die ich buchstäblich so glauben kann oder wie auch immer das, ja, da geht es schon los, ja, wie bezeichnet man das eigentlich, was ist denn allegorisch und so weiter, also oder kann ich das, also bis auf welche Ebene zurück kann ich denn das machen, also auf ein einzelnes Buch, auf eine Textpassage, auf einen Satz oder sogar auf jedes Wort, also wie weit kann ich denn das treiben mit diesem vierfachen Wortsinn? Oder Schriftsinn. Hast du ja vielleicht so ein Beispiel parat, wo das einfach, wie gesagt, gehört habe ich das schon ein paar Mal, aber ich bin dann immer irgendwie so ein bisschen ins Straucheln gekommen, was jetzt, was ich damit anfangen kann. Also mit Beispiel parat, ich habe es jetzt nicht nochmal mir vorher zurechtgelegt, sodass ich dann jetzt ins Stottern komme, wenn ich das versuche, wieder herzubringen. Ich denke, wenn man da in den einschlägigen Internetseiten anguckt, also es gibt so Standardbeispiele, die da aufgeführt werden. Also das dürftest du dann schnell finden. Ich versuche aber mal zu antworten auf dieses, auf welche Einheitsgrößen sich das bezieht. Ich würde es erstmal die Einheiten selber sind ja auch unterschiedlich ausführlich in den Texten. Manchmal sagt Jesus irgendein interessantes Wort, also ein Bonmot oder ein Motto. Manchmal erzählt er eine Beispielgeschichte. Manchmal gibt es nur so ein Gleichnis wie, guckt euch den Baum an, guckt euch an, was Blätter und Wurzeln sind. Also insofern würde ich sagen, solche Einheiten, die erstmal von uns aus als Sinneinheiten, als kleinere Sinneinheiten erkennbar sind, auf die kann man das beziehen und dann mal ausprobieren, wie man das schafft. Tatsächlich ist das Ganze eine Kunst, indem ich vorhin gesagt habe, man kann versuchen, den einen, meistens nennt man das dann den historischen Sinn herauszubekommen, meint man sich der einen Wahrheit zu nähern. Das ist so das eher moderne Herangehen. Das dann in vier aufzusplitten, also dem historischen Sinn noch drei weitere hinzuzufügen, ist eine im Mittelalter gepflegte Kunst. Und dann aber zu sagen, eigentlich gibt es 70, und das jetzt als Symbolzahl, also sehr viel mehr Möglichkeiten, einen Sinn zu finden, macht schon mal deutlich, die Sache mit den vier ist etwas, was ich an den Text herantrage. Und wenn man sich das klar macht und sagt, ja, dazu bin ich auch bereit, dann ist das gar nicht so anrüchig. Ne? Also das Erste, die Litera, was von dann auch den buchstäblichen, manche sagen den wörtlichen Sinn nimmt,
Und das würde ich mit einem anderen Wort aus der Überlieferung auch den historischen Sinn nennen. Ich kann auch sagen, das, was an der Textoberfläche ist. Ich rede von einem Baum und ein Baum besteht nun mal aus Wurzeln, Stamm, Ästen, Zweigen, Blättern. Und auch das ist schön, wenn ich über einen Baum rede, kann ich darüber reden, dass der mir im Sommer Schatten spendet. Kann, das wäre heute aktuell, davon reden, dass der für die CO2-Umwandlung eine Rolle spielt und sonst noch viel Nutzen hat. Das wäre ein historischer und auch ein praktisch-physikalischer, ein wirtschaftlicher Nutzen. Alles das ist auf der Ebene des Wortsinnes. Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt oder auch der Rabbiner, den wir vorhin aus der Mishnah Avot zitiert haben, dann ist deutlich, dass es ihm aber auf diesen physikalischen Nutzen überhaupt nicht ankommt, dass das gar nicht der Punkt ist, der ihn interessiert. Wir können trotzdem davon reden. Der Punkt, der ihn interessiert, ist dann der Vergleich. In dem Falle könnte man sagen, ein moralischer Vergleich, da hätten wir den moralischen Sinn. Oder auf der jüdischen Seite den Predigtsinn. Ich sage den Menschen, achtet darauf, was ihr tut, redet nicht nur. Auf der anderen Seite kann ich dann aber, wenn ich jetzt eine Gemeinde vor mir habe, die also alle sehr von Tatendrang sprühen, aber manchmal sinnlos losrennen, ohne dass vorher das Ziel bestimmt ist, sagen, manchmal ist Nachdenken auch ganz hilfreich. Also kann da von der Ausgewogenheit daran sprechen und daran eine ganze Predigt entfalten. Also ich muss nicht in jeder Predigt, obwohl das auch ein kunstvolles Stilmittel zu der Rote war, alle vier Sinne entfalten. Dann die Allegorie. Da könnte ich sagen, okay, vom Baum ist die Rede. Der Baum ist ein schönes Bild für den Menschen. So wie der Mensch seine Wurzeln braucht, ein Mensch ist hier am Ort verwurzelt, kann ich darüber reden. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und die Arme des Menschen sind vielleicht wie Äste. Das wäre dann so der Bereich der Allegorie. Und die Anagogie, wohin du streben sollst, das ist sozusagen der Blick in die Ewigkeit. Was ist das Ziel des Ganzen? Das wäre jetzt mal der Versuch an einem Beispiel, das jetzt heute nahe lag, anhand meines Vortrags, das zu entfalten. Und die Kunst besteht tatsächlich darin, das grundsätzlich mit jedem Text zu können. Aber es ist schon richtig, das gelingt mal besser und mal weniger gut. Es liegt mal nahe und mal liegt es wirklich extrem fern. Okay, danke. Nur noch ganz kurz, dass im Jüdischen das Letzte, das Geheimnis, bedeutet das, dass der Text uns letztendlich als Menschen, also dass das immer was beinhaltet, was uns nicht verfügbar ist oder wird. Das ist eine Möglichkeit, ja. Mhm. Also es lässt sich auch noch anderes dazu sagen, aber das ist doch erstmal eine schöne Auffassung dieses Begriffs. Okay. Ja, ich habe vielleicht mal eine ganz simple Frage, die mich aber schon eine ganze Weile beschäftigt. Nicht? Ich bin ja jetzt hier so zum ersten Mal dabei. Mit der Tora-Rolle, wenn ich mir hier angucke, die fünf Bücher Mose, das sind also auf dünn 225 Seiten. Ist das alles da drauf oder ist das jetzt vielleicht nur ein oder das erste Buch Mose und dann gibt es eine Rolle mit dem zweiten Buch. Also, das kann in der Antike durchaus so gewesen sein, ja, aber in der Torah-Rolle, wie sie heute in der Synagoge verwendet wird, ist tatsächlich auf eine Rolle, ich weiß jetzt nicht, da Zahlen merke ich mir immer schlecht. Also sie ist schon einige zig Meter lang. Aber es ist ein Pentateuch von diesen Bereshit Bara, am Anfang schuf Gott, bis dem letzten Wort Israel,
am Ende des 5. Buch Moses da drin. Und wenn Sie aber, Sie können ja mal Torah-Rolle eingeben im Internet, in der Suchmaschine und dann bei Bilder gucken, dann finden Sie vielleicht auch eins, wo so ein Schrank geöffnet ist und da sehen Sie, der Schrank, der an der nach Jerusalem gewandten Seite in der Synagoge steht, birgt in einer ordentlich ausgestatteten Gemeinde mehrere solche Rollen. Aber eben nicht, weil dafür jedes Buch eine Extra-Rolle ist, sondern weil es während des Jahres, während man eine Rolle kursorisch durchliest, auch immer mal Feiertage kommen, wo eine andere Textstelle relevant ist. Und um dann nicht, wenn eine arme Gemeinde nur eine Rolle hat, muss man dann immer viel rollen, ehe man an die besondere Textstelle, die zu dem Fest gehört, kommt. Dann kann man aber auch auf eine andere Rolle zurückgreifen. Und tatsächlich werden also an einigen Festtagen auch zwei Rollen rausgetragen, um von zwei Stellen lesen zu können, ohne zwischendurch rollen zu müssen. Also das ist der Nachteil der Rolle gegenüber den Blättern, ne? Wie gesagt, das Lesezeichen ist gegeben, da sind Sie immer an der Stelle, wo Sie aufgehört haben, gleich wieder, aber dafür ist das Blättern. Also wenn ich das Bild, man hat ja keinen Größenvergleich, wo oben die Einzel-Tora-Rolle ist, aber auf dem Bild, wo die getragen wird, ist die ja sehr groß. Und wenn das sehr klein geschrieben ist, könnte man sich das eben denken. Aber da oben, wenn das eine Seite sein soll, gut, aber das ist, Dankeschön, gut erklärt. Danke. Ja. Ja, okay, nochmal. Schaltung, ausschalten. Weil wir gerade bei diesen zwei Bildern sind, wenn ich das obere zuklappe, habe ich quasi das Gebäude, oder? Den. Haben Sie eine. Oder? Haben Sie sowas wie einen Turm mit einer Kuppel obendrauf? Genau, also es ist irgendwie was Architektonisches, um es mal so zu schreiben. Ja. Das untere, das hatte quasi dieses Tuch. Steht das Tuch dann auch für eine Art Gebäude, Zelt? Richtig. Also es gibt zwei, es wird vom Mantel gesprochen, dann ist die Tora sozusagen personifiziert. Aber Sie können es auch als ein Heiligtum, das umkleidet ist. Also das Zeltheiligtum war ja die erste Form, die jedenfalls nach der biblischen Erzählung im 2. Buch Mose hergestellt worden ist, bevor der feste Tempel in Jerusalem auch mit einem gewissen Vorbehalt dann steinern errichtet wurde. Ja, und das Buch als das tragbare Heiligtum, das insofern auch alles das, was mit dem Tempel verloren gegangen ist, also vorläufig mit enthält. Es wird dann auch, also um andererseits wieder die Personifizierungsgedanken, hier sehen Sie das, also spärlich etwas Schmuck bei dem anderen Bild. Unten sehen Sie hier die vorhin von mir erwähnten Bekrönungen. Manchmal sind die auch von einer gemeinsamen Krone umfasst. Also Sie haben dann so zwei Schafte, die auf die Rollenenden, also die Stabenden kommen und dann eine Krone darüber, die ist dann noch mit Glöckchen, da klingelt es dann auch ein bisschen beim Tragen versehen. Und das zeigt dann nochmal, hier haben mit der Tora haben wir es mit einem königlichen oder einer priesterlichen, jedenfalls einer herrschaftlichen Größe zu tun, die einerseits auf den himmlischen König verweist, aber auch selbst, also die Krone der Weisheit enthält. Das sind so Symboliken, die da mit drin sind, ja. Ja, und also der Personifizierungsgedanke ist auch dann da, wenn mit der Tora im Arm getanzt wird. Es gibt auch im Zusammenhang mit dem Bundesschluss am Sinai, also dass Israel und der Heilige ist gesegnet, schließen ein Abkommen. Was ist das für ein Abkommen? Es ist ein Heiratsvertrag. Wir haben also, können die Ehepartner
den himmlischen König und die Braut Israel als Königin vorstellen. Wir können aber genauso in anderen Bildern davon sprechen, dass Israel mit der Tora verheiratet wird, die Tora dann die Braut ist. Also auch solche Bilder benutzt die Tradition. In dem anderen Fall wäre die Tora, also wo sozusagen der Ehepartner der Geber der Tora ist, dann wäre die Tora die Heiratsurkunde. Also Sie merken auch hier, das illustriert auch nochmal die Nachfrage von Annette Mann, es gibt mehrere Bilder, die sich, die gegenseitig nicht kompatibel sind, aber die je für sich eine schöne Wahrheit oder Weisheit zum Ausdruck bringen. Kann man noch, kannst du noch einen kurzen Satz sagen? In der katholischen Tradition, wenn aus der Schrift vorgelesen wird, heißt es nachher Wort Gottes. Mhm. Wort Gottes in Bezug zur Bibel, da fällt dir doch sicher einiges ein. Ah ja, nun gut, das ist, danke, dass du danach fragst. Bei uns wird gesagt, Worte der Heiligen Schrift. Und in der Synagoge wird gesagt, ein Lebensbaum ist sie. Ne? Da haben wir auch nochmal das Baum, den Baum allegorisch oder im Blick auf Lebensbaum haben wir Paradies-Assoziationen. Und wir hatten das Bild des Schöpfungswerkzeuges, also das, die Tora, Sachen der Bauplan der Welt ist. Ne? Und das, was am Sinai gegeben wird, um Richtlinie, Grundlage für die Lebensgestaltung zu sein. Das ist erstmal so schön in Bildern ausdrückbar und dann ist aber die Frage, gibt es verschiedene Fragen. Eine Frage ist, das sind Texte, wir können sie in ihrer historischen Entstehung versuchen zu ergründen, wir können sie vergleichen mit anderen Texten. Wir haben also eine ganz menschliche Entstehungsgeschichte, die wir dazu zu ergründen suchen. Und ich hatte vorhin angesprochen, manche stellen sich die Tatsache, dass dieses Buch himmlischen Ursprungs ist, also auch ein bisschen sehr verkürzt vor und sagen, das ist so vom Himmel gefallen. Und dann können Sie anhand der Gestaltungsmöglichkeiten eine Antwort auf diese Frage, was heißt Bibel als Wort Gottes, jetzt verschiedene Richtungen und Strömungen und Orientierungen innerhalb der religiösen Gemeinschaften feststellen. Und da ist es jetzt nicht so, dass Sie einen christlich-jüdischen Gegensatz hätten, sondern Sie könnten sagen, es gibt eine Art Orthodoxie, und jetzt muss ich den Begriff mal etwas vergröbernd benutzen, die sagt, das ist doch ganz einfach, alles, was in dem überlieferten Text steht, ist zum Beispiel, was die Mosebücher betrifft, so dem Mose in die Feder diktiert worden und immer wieder abgeschrieben worden und jetzt ist es bei uns angekommen. Es ist in diesem Sinne Wort Gottes, dass es von Gott direkt diktiert ist. Die nächste Richtung, Schichtung, die es jüdisch wie christlich gibt, würde sagen, naja, es ist alles himmlisch inspiriert. Es ist von Menschen geschrieben, aber diese Menschen wurden vom himmlischen, vom Heiligen Geist, je nachdem, wie sie reden, geleitet, das so aufzuschreiben. Und dann gibt es die nächste Ebene, die würde sagen, naja, das mit der Inspiration, das wird ja manchmal im Bild schön dargestellt. Man sieht die Evangelisten irgendwo sitzen und dann flüstert ihnen ein Engel irgendwas ins Ohr, was sie da aufschreiben sollen. Schöne kunstvolle Werke, die das ins Bild setzen. Dann sagen sie, naja, so direkt muss man das mit dem Engel, der da einem was ins Ohr flüstert oder dem Heiligen Geist nicht sehen, sondern es sind einfach Erfahrungen
von Menschen mit Gott, die uns was sagen sollen und die uns, auch weil wir es so lesen und sehen wollen, damit mit Gott in Verbindung halten. So habe ich jetzt mal versucht in 3 Stufen, man kann das sicher 5-stufig oder noch weiter machen, Sie können in der Skala in verschiedenen feinen Strichen unterteilen, vorstellen. Also diese liturgische Einbettung soll sagen, das sind die Texte, auf die wir uns beziehen, wo wir etwas geradezu greifbar haben, also auch haptisch und zugleich geistig mit den Sinn, also mit den physischen Sinnen und mit den mentalen Sinnen Wahrnehmbares, was uns in unserem Denken, Meinen, Handeln auf unserem Lebensweg mit Gott oder was auch immer uns inspiriert, begleitet, geleitet, maßgeblich ist. Mithin Kanon, ne? Da bin ich bei einem Wort, das ich vorhin nicht mit aufgegeben hatte, aber Kanon, wenn ich richtig orientiert bin, vom Schilfrohr abgeleitet, das so schön gerade wächst und dann noch schöne Knoten hat. Und dann kann man das als Maßstab zurechtschneiden und nutzen. So wie also dieses Schilfrohr eine Messlatte ist, ist das dann im übertragenen Sinne die Messlatte für unser religiöses Denken und weiter beschäftigen. Andreas, war das so ungefähr, was du hören, also woran also, du interessiert warst? Ich anschaue diese Bilder, sowohl die jüdischen als auch die christlichen. Also erstens einmal hat das für mich der Begriff Wort Gottes eine gewisse Verbindlichkeit. Es ist nicht irgendwas. Und wenn man das so anschaut, sowohl im Judentum als auch im Christentum, scheint es, als wäre sozusagen Gott selber anwesend in diesem Wort in unserer Mitte. Das ist das Ganze rundherum, wenn man das Bild anschaut da, das goldene Buch oder oben die Torarolle, da wird sozusagen, präsentiert sich der Gott, mit dem wir das Problem haben, dass er unsichtbar ist, doch zeichenhaft. Jetzt nicht im Wortsinn, nicht in dem Inspirationssinn, aber eine gewisse Verbindlichkeit. Hier ist was anwesend. So würde ich sehen. Ja, nur also etwas, was zumindest aus Gottes unmittelbarer Nähe kommt. Und da sind wir wieder bei den Eingangsworten hier. Im Johannesevangelium wird es tatsächlich so dicht formuliert, wie du gerade gesagt hast. Im Ursprung war, ich nehme jetzt mal das griechische Wort, der Logos. Und dieser Logos war bei Gott oder vor Gott, also in der Gegenwart Gottes. Und dann steht, Gott war das Wort, allerdings im Griechischen ohne bestimmten Artikel. Das sind wir ja nun im Deutschen gewohnt, mit bestimmten Artikel zu setzen. Also wir benutzen Gott kaum ohne bestimmten Artikel. Aber das Griechische unterscheidet da schon. Also während die ersten beiden Male mit bestimmten Artikel sind, ist das ohne und hat auch in manchen Handschriften eine Wortform, die man dann eher mit göttlich übersetzen könnte. Göttlich war das Wort. Also an der Stelle kommen wir in den Bereich der christlichen Dogmatik, wo man sagt, ja, ist das Wort selbst Gott oder ist es nur etwas von Gott? Wenn wir in Kategorien jüdischer Mystik sprechen, würden wir von einer Emanation Gottes vielleicht sprechen. Also, es ist richtig, es ist etwas, was mit einer Gottesnähe verbindet. Ja, und dass er eine gewisse Verbindlichkeit hat, ne? Ist nicht austauschbar sozusagen. Ja, ja. Verbindlich ist ein schönes. Tauschen wir es ja nicht aus gegen irgendeinen frommen anderen Text in der Liturgie, sondern es bleibt immer Bibeltext. Ne? Der fromme andere Text kommt vielleicht dann dazu, aber austauschbar in dem Sinne ist es ja nicht. Also bei uns. Ja, deswegen ja auch diese immensen philologischen Bemühungen und auch archäologischen Bemühungen, einen möglichst ursprünglichen Text zu ergründen, wobei man literaturwissenschaftlich fragen muss, gab es das überhaupt jemals, einen einheitlich ursprünglichen Text gab es nicht. Also das ist ja
Ich sehe schon die entsprechende Mimik. Ne? Es ist überhaupt nicht wahrscheinlich, dass es den einen Text mal gab, aber zumindest ist das etwas, wonach viele streben. Bei diesen vier Auslegungen, also ich glaube auch, dass es 70 für alle Völker gibt. Ja. Ich denke, da fehlt mir noch wesentlich auch, ich weiß nicht, ob das irgendwo hineinpasst, was ist es heute für mich, dieser Text? Das ist ja noch was ganz anderes. Mhm. Was bedeutet er heute für mich? Das kann ja auch in einem Jahr was anderes bedeuten als heute. Ne? Ja. Das. Ja, also das Anliegen wollte ich vorhin in der 70-Falt zum Ausdruck bringen. Nämlich gesagt, es ist so viel, dass es für jeden etwas anderes sein kann. Und das, wenn du mit Recht sagst, das kann auch für mich jeden Tag sich ändern. Also ich zumindest, ist dann mein schlichtes Bild, verschiebt sich die Schwerpunktsetzung. Ja, ja. Spricht mich heute anderes an, was, wo ich gestern noch achtlos dran vorbeigegangen bin oder so. Nur noch eine Frage, da steht Predigt, das ist aber kein hebräisches Wort. Ja, richtig. Da würde man Midrasch stehen sollen. Also das hebräische Wort wäre dann Midrasch. Und das habe ich, ja, merkst du, diese Präparationen von mir sind auch ständig in Bearbeitungsphasen, die dann mal irgendwo stecken bleiben. Ich wollte es dann mal so verdeutschen und mal so. Ja. Gibt es diese Blätter dann auf der Homepage auch? Ja, ich denke, das kann man dem zufügen. Frau Lippe, nicken Sie, wenn Sie auch der Meinung sind. Ich habe mal noch, habe ich das recht verstanden? Gott hatte einen Bauplan sozusagen in der Tora. Das wäre ja völlig, er hat das also nicht einfach die Welt so geschaffen, ob jetzt mit Himmel und Erde oder mit dem Wort, aber das ist, dass er da auf etwas zurückgreift, was dann in überarbeiteter Form hier als erstes bis fünftes Buch Mose oder als Tora vorliegt, ist für mich jetzt völliges Neuland. Die zweite Frage, wenn ich die anschließen darf, ich habe vorhin gehört, Lebensbuch, ich kenne aber das Buch des Lebens, in das man hineingeschrieben wird. Hat das einen Zusammenhang? Naja, wir könnten einen herstellen, aber zunächst ist es erstmal richtig, Herr Kirschberg, dass Sie auf den Unterschied hinweisen. Ne? Verschiedene Gedanken. Ne? Also das eine ist sozusagen Gerichtsakten mit der Vorstellung, dass also die ganze Welt mal in einem Abschlussgericht endet und wir da unseren passenden Platz bekommen. Und das andere ist dann, also den Bezug, den man herstellen könnte, wäre, das eine steht am Ende und das andere am Anfang. Ne? Ich wollte keinen Bezug. Das war mir in dem Vortrag jetzt nur aufgefallen. Ja, ja, es ist ein sehr poetischer und eigenwilliger Gedanke zugleich, zu sagen, die Tora ist die Weisheit, die ja dann, das ist der andere Teil hier in diesem Moment, hier oben war das in diesem Midrasch, ne, das, da ist in diesem biblischen Sprichwörterbuch von einer personifizierten Weisheit die Rede. Die Frau Weisheit redet selbst, ruft die Leute zu sich, damit sie das Leben wählen. Und dann sagt sie von sich, dass sie von allem Anfang an in Gottes Nähe war, wie ein ja, spielerisch gewissermaßen dort war. Und die wird hier in diesem Midrasch identifiziert mit der Tora. Ne? Da haben wir also diese mehreren Schritte. Ne? Weisheit personifiziert, diese Weisheit identifiziert mit der Tora, ein wenig personenhaft, aber dann eben zugleich auch das Schöpfungsmittel, das Schöpfungsprogramm
Und dann eben auch das Schöpfungshandbuch, das am Sinai der Welt, in die Welt gesetzt wird, der Welt zur Verfügung gestellt wird, aber exemplarisch erstmal nur einem Volk übergeben wird, weil das die Einzigen sind, die sich dafür interessieren, wie das so ist. Es gibt tolle Bücher. Also ich lese manchmal eins und denke, ach, das könnte doch, das müsste jeder gelesen haben, aber hat nicht jeder das gleiche Interesse daran. Und so ist dann also die Erzählung, warum ausgerechnet die Israeliten bei diesem Buch gesagt haben, wir wollen tun und hören. Das ist diese Bereitschaft, ja, das machen wir. Und man könnte jetzt in modernen Bildern gesprochen sagen, wenn die Tora das Schöpfungsprogramm ist, dann wäre das, was da an Gesetzen drin steht, so etwas wie das Naturgesetz. Also uns ist klar, dass es so schlicht nicht ist, aber wenn wir bereit sind, da ein bisschen bildhaft und ein bisschen übergreifend zu denken, wäre das so ein Modell. Ja, also wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich mich nochmal einklinken und mich erstmal bedanken bei Herrn Arndt für den Vortrag heute Abend. Und gleichzeitig möchte ich auch gern die Gelegenheit ergreifen und Sie einladen zum nächsten Vortrag dieser Vortragsreihe. Der ist am 17. Februar auch wieder via Zoom. Da geht es um das jüdische Fest Purim und dem gegenübergestellt der christliche Feiertag Fastnacht, die erstmal auf den ersten Blick nur das sich Verkleiden gemeinsam haben. Und da wird dann drüber gesprochen, ist es die einzige Gemeinsamkeit oder gibt es da noch andere Verbindungen? Also da würden Herrn Arndt und ich uns sehr freuen, wenn wir Sie wieder begrüßen könnten zu diesem Vortrag. Und mit dieser Empfehlung, mit dieser Einladung möchte ich Sie dann in den heutigen Abend entlassen und mich bedanken, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Ich schließe mich diesem Dank an, in jede Richtung, für das Interesse und das Mitreden auch. Und freue mich über jedes Wiedersehen.